Der FM4 Soundpark präsentiert Studio 2 Sessions. This is one of the nicest radio studios I've ever been in. Wieder mal irgendwo die Nacht verbracht, mich dann wieder mal einfach so aus dem Staub gemacht. Und wieder mal sitz ich hier und schau zum Fenster raus, das Leben zieht vorbei vor meinem Haus. Wie kann ich das nur finden, was ich so sehnlich such, weiß ja nicht mal, was es ist, und ich finde keine Ruhe. Vielleicht bist es du. Und wieder mal beginnt eine neue Nacht in allen Bars dieser Stadt. Hab ich schon durchgemacht. Und wieder mal sitz ich hier alleine nur mit mir, weiß noch immer nicht, was ich will. Ich glaube, ich muss weg von hier. Wie kann ich das nur finden, was ich so sehnlich such? Weiß ja nicht mal, was es ist, und ich finde keine Ruhe. Vielleicht bist es du. Vielleicht bist es du. Vielleicht bist es du. Vielleicht bist es du. Die Tage, sie vergehen. Sie vergehen wie im Traum. Das alles ist das Leben. Was es ist, versteh ich kaum. Vielleicht bist es du. Vielleicht bist es du. Vielleicht bist es du. Vielleicht bist es du. War vielleicht, oder kannst du den Moment beschreiben, wo du das erste Mal die Figur gesehen hast, die sich jetzt hier auf der Bühne bewegt? Das war vom ersten Konzert an so. Also das war irgendwie klar, ich habe den Mu zu Hause eigentlich getroffen, der hat mir die Songs vorgespielt, das ist ja schon wieder 3 Jahre her. Und wir haben das eigentlich versucht, weil wir kommen ja beide eigentlich aus der experimentellen Musik, und dann haben wir gesagt, nein, wir machen da jetzt keine Experimente dazwischen, wir machen wirklich pure diese Popstücke. Und da habe ich mir gedacht, hey, das muss man verpacken, das ist eine Figur, das ist der Pretender in der Bar, ja? Das ist irgendwie so Bar-Music meets Rotlicht-Milieu irgendwas oder vielleicht auch auf dem Schiff, und das war dann von vornherein gleich am Anfang da mit der Rose.
Du bist da heikel, was Rosen angeht, oder? Ist das richtig? Du nimmst nicht jede Rose. Also nach 3 Jahren wird man irgendwie zum Connoisseur, was das betrifft. Also da gibt es die Baccarat und die Passion und die Grand Prix und so weiter. Ja? Also da gibt es verschiedene Sorten, verschiedene Züchtungen, groß, klein, dick, dünn, große Blüten, viele, wenige. Und ich bin da immer sehr heikel. Man muss dann immer selber schauen und greifen. Und da sind die Blumenhändler immer sehr ein bisschen angepisst, wenn ich dahergehe und sage, ich muss greifen, weil die muss ja noch weich. Und nein, die darf nicht weich genug, also die darf noch nicht so weich sein. Die muss noch durchhalten bis am Abend. Und das verstehen die meisten dann nicht. Ja. Ein Fetischist, würde ich fast sagen, oder? Ich muss mich dazu sagen, du hattest heute schon mehrere Rosen zur Auswahl. Aber wo bist du dann? Du bist dann selber noch einmal aufgebrochen nach dem Soundcheck und bist dann wo gelandet, um die Rose heute hier zu finden? Also diese Rosen, die gibt es bei so einem kleinen Standl, ne? Am Räumernplatz. Nur dort gibt es diese wunderbaren Rosen. Also jetzt ist nur die Frage, ist das jetzt eine Passion oder eine Pack? Nein, eine Passion ist es nicht, die Passion sind so klein. Ich glaube, das ist eine Baccarat. Aber nein, wer weiß, da weiß jemand. Ah, eine Blumenverkäuferin. Ja, die sind so ganz dick. Wie heißt die? Wie könnte die heißen? Das ist die Tanzbabyrose. Sehr gut, dann sage ich vielen Dank noch einmal an David und Mung von Tanzbaby.
bleib ich für immer mit dir. Ja, dann bleib ich für immer mit dir. Ja, dann bleib ich für immer mit dir. Ja, dann bleib ich für immer mit dir. Vielen Dank.